Hallo, liebe Steinböcke, herzlich willkommen zu eurem allgemeinen Reading für die zweite Novemberhälfte 2020 für euch. Bin sehr gespannt, was für Energien hier potenziell in der zweiten Novemberhälfte auf euch warten. Es wäre jedenfalls nicht ungewöhnlich, wenn ich ganz andere Energien aufgreifen würde, wie schon in den letzten beiden Videos für den November. Kann aber auch sein, dass es sehr ähnliche Energien sind. Das weiß ich jetzt natürlich noch nicht, kann es aber auch leider nicht beeinflussen. Ich möchte euch wie immer auf die Links in der Infobox aufmerksam machen, liebe Steinböcke. Ihr findet dort das weiterführende Reading über diese Legung hier. Ihr findet dort den direkten Link zu meinem Kanal, zum Kanal meiner Mutter, zu den Social Media Links, zu Infovideos. Alles, was euch interessieren könnte, liebe Steinböcke. Die weiterführenden Readings kann ich nach wie vor leider noch nicht über eine andere Plattform wie Vimeo anbieten. Erst ab Dezember, wie ich jetzt herausgefunden habe, und hoffe dann auch, dass dann dementsprechend auch dem nichts mehr im Wege stehen wird. Weiterhin seht ihr auch diese Karten hier nach wie vor. Das liegt daran, dass die Post wahrscheinlich ein paar Probleme hat, denn meine neuen Karten sind leider nach wie vor noch nicht eingetroffen, wider Erwartens. Und deswegen greife ich nochmal auf die hier zurück. Das sind ja auch schon. Gut, liebes Schicksal, bitte gib mir Einsicht in die zweite Novemberhälfte 2020 meiner Steinböcke. Milch und Honig. Ja, was sagt man dazu? Milch und Honig, liebe Steinböcke. Das heißt im Prinzip, vertraut darauf, dass eure Bedürfnisse erfüllt werden, beziehungsweise hat das hier sehr, sehr viel mit den Neun der Kelchen, der klassischen Wunscherfüllung, zu tun im Tarot. Man sieht hier den Regenbogen, der etwas mit Glück, Glücksfällen und Glückseligkeit zu tun hat. Man sieht den Elefanten, wie er in einer Schüssel voller Milch und Honig badet. Es geht hier um schöne, glückliche Umstände, angenehme Situationen, angenehme Ereignisse. Man bekommt hier, was man möchte, beziehungsweise ist Herr der Lage und kann sich wohlfühlen. Um einen solchen Umstand, um eine solche Situation geht es hier potenziell in der zweiten Novemberhälfte 2020, liebe Steinböcke. Und das ist ja alles andere als negativ. Das freut mich jetzt schon. Die Zahl 51 hat auch vielleicht eine tiefere Bedeutung für euch. Das kann sehr, sehr gut sein. Und ich schaue mal, ob mir die Tarotkarten noch ein bisschen mehr zu dieser Situation oder zu diesem Umstand sagen können. Liebes Schicksal, bitte gib mir weitere Einsicht in die zweite Novemberhälfte 2020 meiner Steinböcke. Sieben der Stäbe. Der Herrscher. Ritter der Kelche. Der Wagen. Ich halte mich mit den Erklärungen etwas zurück, liebe Steinböcke, beim Mischvorgang, denn ich werde ja dann später, wenn alle Karten legen, sowieso auf jede Karte eingehen. Hoffe so, dass ich die Videos etwas verkürzen kann. Das waren zwei. Drei der Stäbe und fünf der Stäbe hier hinten. Okay. Freudige Erwartungen hier sehe ich. Fünf der Stäbe. Meinungsverschiedenheiten, Kritik vielleicht auch. Sieben der Schwerter ist eine Outcome-Karte. Okay, also es geht hier definitiv um einen Menschen, den ihr sehr hohe Gewichtung zuschreibt, liebe Steinböcke. Dass der Herrscher hier gleich auftaucht, ist da ein Indiz dafür. Und der Wagen zeugt hier von Schnelligkeit, Fortschritt und von Progress. Eine Klärung zu den Sieben der Stäbe, bitte. Wiederum der Wagen. Also für einige von euch, liebe Steinböcke, könnte das hier schneller passieren als erahnt oder gedacht. Eine Klärung zum Herrscher. Königin der Münzen. Das könnte sehr gut ihr und eure Energie sein hier. Und ihr seid hier direkt auf den Herrscher geklärt, liebe Steinböcke. Interessant. Eine Klärung zum Ritter der Kelche. Ass der Münzen in der Mitte. Sehr schön. Chancen, Wege, Mittel und Möglichkeiten. Eine Klärung zu diesem Wagen hier. Die Sonne. Wow. Eine Klärung zu den drei der Stäben, bitte. Neun der. Da ist die Wunscherfüllung, wo ich schon vorhin beim Milch und Honig bei der Hauptenergie hatte. Die Neun der Kelche spricht genau davon, liebe Steinböcke. Die Königin der Stäbe. Eine Outcome-Karte hier. Kann sich um meine Charaktereigenschaft drehen und handeln oder um einen ganz bestimmten Menschen hier.
zu dem sich hier das alles potenziell entwickeln könnte. Eine Klärung zu diesem Wagen hier bitte. Neun der Münzen. Das ist eine sehr schöne Energie hier. Und ich meine, ihr befindet euch in dieser Energie. Stolz, Selbstwert. Eine Klärung zur Königin der Münzen. Das waren zwei. Das ist der Hierophant. Und die Kraft springt hier mit raus. Der Hierophant und die Kraft, zwei große Arkane. Und hier oben auf den Herrscher gespiegelt. Wow, und ihr seid hier genau in der Mitte. Eine Klärung zum Ass der Münzen. Die Vier der Schwerter. Okay, gedanklicher Rückzug hier. Gedanken ordnen. Eine Klärung zur Sonne, bitte. Das Rad des Schicksals. Und eine Klärung bitte noch zu den Neun der Kelche. Die Zehn der Schwerter. Okay. Okay, Fünf der Schwerter ist eine Outcome-Karte. Fünf der Schwerter und Sieben der Schwerter. Das sind sehr hinterhältige Gedankenenergien auf jeden Fall. Es geht hier um Lug und Betrug, es geht um Diebstahl, es geht um Unaufrichtigkeit bei diesen Sieben der Schwertern. Und bei den Fünf der Schwertern handelt es sich oftmals um Selbsthinterfragen beziehungsweise auch Unaufrichtigkeit zu sich selbst hin. Milch und Honig, eure Hauptenergie. Und ich meine, liebe Steinböcke, ihr befindet euch in so einer Energie oder werdet hier spätestens drauf zusteuern. Denn hier hinten, diese Karten hier, sehr, sehr schön. Vor allem ist das hier mit dem Rad des Schicksals auch etwas, was passieren soll, wofür es vielleicht für einige von euch auch an der Zeit ist, liebe Steinböcke. In letzter Zeit habt ihr hier sehr positive Energien. Auch das letzte Reading, meine ich, war sehr, sehr positiv. Und es scheint sich hier wohl fortzuziehen. Mit den Sieben der Stäben ist hier Mut und Motivation symbolisiert. Mut und Motivation dahingehend, dass man hier weiterkommen möchte. Fortschritt, Progress. Man ist hier bedacht darauf, für sich selbst etwas zu erreichen. Das hat etwas mit einer eigenen Genugtuung zu tun, liebe Steinböcke. Ihr seid hier willens, für euch auf jeden Fall etwas zu machen, zu erreichen. Es kann sich hier um Ziel- und Wunschvorstellungen bzw. dessen Realisierung drehen und handeln. Beziehungsweise erinnere mich jetzt gerade an das, ich glaube, Oktober-Reading war es. Da war die in der Gönnerlaune, soweit ich mich erinnere. Und das hier ist eine sehr, sehr ähnliche Energie und Konstellation. Es ist auf jeden Fall bedacht darauf, dass es euch gut geht und weniger darauf zu schauen, dass es hier jedem anderen in eurem Umfeld passt, euer Tun und Handeln passt, dass es hier jedem recht machen möchte, sondern ihr seid hier in einer Situation, zu der ihr mehr bei euch schaut, liebe Steinböcke, dass es euch gut geht, dass ihr auch mal an der Reihe seid. Das sagt hier die Hauptenergie und im Prinzip sagt das die komplette erste Sparte hier. Sieben der Stäbe. Ich meine, es geht hier darum, wie gesagt, Motivation und Kampf ist vielleicht zu viel gesagt. Es ist aber im Prinzip eine Art Kampf, dass man für sich selbst hier etwas erringen möchte. Je nach Situation, liebe Steinböcke, gilt es hier vielleicht etwas für euch selbst zu tun, euch etwas zu erfüllen. Das könnten neue Anschaffungen sein, es könnten sich um materielle Dinge hier handeln, wo es nicht so leicht ist, diese eben zu realisieren bzw. auch zu bekommen. Kann auch an den Umständen hier Corona zum Beispiel geschuldet sein. Es kann sich aber auch als eine sehr, sehr, schwierige Anschaffung hier handeln, könnte ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen. Es kann hier sogar etwas Größeres sein mit dem Herrscher in Konjunktion und dem Rat des Schicksals. Definitiv kann es sich hier um neue Wohnung handeln, neuen Job handeln, kann sich hier um sehr, sehr vieles drehen. Definitiv ist es aber etwas Neues, was ihr erreichen möchtet und was vor allem euch selbst gut tut, liebe Steinböcke. Man sieht es hier drin, der Wagen auf die Sieben der Stäbe geklärt, handelt davon, Fortschritt, Progress zu erzielen, seinem Ziel näher zu kommen und das Ziel gerichtet auf, hier sieht man den Wagen mit der Blickrichtung auf die Königin der Münzen, das heißt Fortschritt, Progress, ihr. Ne? Also ihr seid hier als die Königin der Münzen repräsentiert und dieser Fortschritt und der Progress soll für euch erzielt werden. Ja? Das sieht man hier sehr, sehr stark in der Selbstrealisierung bzw. in der Selbstarbeit, dass ihr an euch selbst arbeitet bzw. an euren Umständen, an eurem Wohlergehen arbeitet.
Neun der Münzen auf den Wagen geklärt. Neun der Münzen ist die klassische Single-Karte zum einen, beziehungsweise ist das die Karte mit einem hohen Selbstwert. Engagement, ja, hier auch eine gewisse positive Ausstrahlung, kann in negativen Situationen in Arroganz münden. Ich sehe es hier aber nicht negativ. Ich sehe hier vor allem einen nach außen transportierten hohen Selbstwert auf eurer Seite, liebe Steinböcke. Ihr seid hier in einer gewissen Souveränität. Und diese Souveränität ist für manche sogar einschüchternd. Das sieht man dann spätestens in dieser Konjunktion hier. Da greife ich aber dann schon wieder vor. Definitiv geht es euch hier in dieser Situation sehr, sehr gut, liebe Steinböcke. Der Herrscher. Der Herrscher, ihr könntet es einerseits mit einem Widder zu tun haben. Andererseits steht das für einen ganz bestimmten Menschen, potenziell in eurem Umfeld sogar, dem ihr eine sehr hohe Gewichtung zuschreibt. Es kann ein Familienmitglied sein, dann ist es eine Art Familienoberhaupt. Das kann der Vater, die Mutter sein, Oma, Opa sein. Beziehungsweise kann das auch, wenn es eher arbeitstechnisch hier resoniert, liebe Steinböcke, kann das hier auch der Geschäftsführer sein. Liebestechnisch ist das hier auch durchaus möglich, dass es resoniert für euch, liebe Steinböcke, und dann ist das im Prinzip der männliche Anteil einer Seelenpartnerschaft. Das ist hier nicht so ein dahergelaufener 0815-Typ, ne? Das ist hier schon einer, der einem nicht mehr aus dem Kopf geht. Das ist ein, man kann sagen, der Herzensmensch ist im Herrscher in dem Falle dargestellt. Und ihr seid hier direkt draufgeklärt, liebe Steinböcke. Das heißt, was ihr mit diesem Menschen hier erreichen möchtet, beziehungsweise eure Gewichtung ihm gegenüber oder ihr gegenüber, ne, Geschlechter sind neutral zu deuten, ist sehr, sehr hoch, ist euch aber auch bewusst. Ihr seid hier nicht in einer Art hier selbst sich etwas einreden Energie, ihr seid hier der Dingen euch ganz, ganz klar bewusst. Ihr seid euch eurer Gefühle, Emotionen und auch eurer Gewichtung eben dieses Menschen ganz, ganz klar. Das sagt mir hier zum einen die Spiegelung auf die Sonne und es sagt mir der auf euch geklärte Hierophant. Der Hierophant, ihr könntet es mit einem Stier zu tun haben. Der Hierophant steht aber auch für eine sehr, sehr starke Verbindung, deren Band man eigentlich nicht einfach so durchtrennen kann. Ich meine, diese Verbindung seid ihr euch bewusst, liebe Steinböcke. Beziehungsweise hat der Hierophant auch etwas mit einer inneren Überzeugung und mit Bestätigung zu tun. Liebe Leute, ihr braucht hier, was einen bestimmten Menschen angeht, keinerlei Meinungen von anderen. Ihr wisst im Prinzip sehr, sehr genau, was dieser Mensch für euch bedeutet. Dessen Bedeutung, hier Spiegelung auf den Herrscher vom Hierophanten, ist euch ganz, ganz klar bewusst. Ihr seid hier nicht in einer Art Träumerenergie. Ihr seid hier nicht in einer Art Selbsthinterfragungsenergie. Ihr seid hier im Prinzip in eurer Mitte. Das kann ich dadurch ausdrücken. Mit der Kraft auf euch hier geklärt, hat das etwas mit Motivation hier in Konjunktion zu tun, beziehungsweise hat das auch etwas mit A, Überzeugung zu tun, B, und Mut und Tapferkeit damit zu tun. Ich glaube, es gilt hier für einige von euch tapfer zu sein angesichts eines gewissen Umstandes. Dieser gewisse Umstand könnte einerseits sein, dass ihr noch, ne, in Klammern noch, nicht mit diesen Menschen in einer festen Verbindung seid. Ich sehe hier keinerlei Karten, die darauf hindeuten würden. Könnte natürlich sehr, sehr gut sein, dass ihr schon in einer festen Verbindung mit euren Gegenüber seid. Dann in dem Fall sehe ich euch diese starke Verbindung auf jeden Fall anzuerkennen und daran zu arbeiten, beziehungsweise diese zu nicht nur zu realisieren, sondern einfach wirken zu lassen. Die meisten von euch sehe ich aber ja im Prinzip ganz, ganz klar dem gegenüber, was dieser Mensch für euch bedeutet und natürlich aber auch in einer gewissen Ruhe und Gelassenheit dem gegenüber, was da noch kommen mag. Ja, ihr seid hier nicht in einem Zweifelmodus, ihr seid hier nicht in einem Ungeduldsmodus, wann kommt der endlich und wann können wir endlich, ne? Das sehe ich euch nicht drin, aber ich sehe euch auch, die meisten von euch, noch nicht in einer festen Verbindung mit diesem Gegenüber stehen. Ich sehe euch aber an ihm festhalten, beziehungsweise in der Zuversicht. Und ich sage jetzt nicht in dem Glauben daran, sondern ich sehe die Bestätigung auf eurer Seite, dass eure Wege sich, ja, wenn sie sich mal getrennt haben, wieder zusammenführen werden. Das ist schon mal das Erste. Beziehungsweise eure Wege werden sich kreuzen und zu einem werden. Das ist eure Überzeugung. Das brauche ich euch gar nicht mehr einreden, denn diese Sparte hier zeigt ganz, ganz klar, dass ihr das wisst, liebe Steinböcke.
Der Ritter der Kelche, das ist jemand, der hier ein gefühlsmäßiges, emotionales Angebot überbringen möchte. Es kann, weil ich hier diese Blickrichtung sehe, von diesem Gegenüber auskommend oder eben an diesem Gegenüber ausgerichtet werden. Ja? Und dann dementsprechend diese Konjunktion von euch aus, liebe Steinböcke. Ich sehe hier jemanden Chancen ergreifen. Chancen auf einer gefühlsmäßigen, emotionalen Basis, die zu mehr führen können. Und mit mehr meine ich hier beispielsweise die Sonne, den Wagen, das Rad des Schicksals. Diese Sparte hier, die ist sehr, sehr aussagekräftig. Es sind drei Arkana hier aufeinander, die alle etwas Positives, ja, mit sich bringen im Prinzip. Das Ass der Münzen zentral in der Mitte des Readings überstrahlt sowieso etwas das ganze Reading. Es geht hier um Chancen ergreifen, aufrichtige, wertvolle Chancen. Ja? Und das sieht man hier auf den Ritter der Kelche geklärt, dass hier jemand potenziell diese Chancen ergreift. Und mit der Kraft hier, die hier auch noch mit ihre Finger im Spiel hat, sehe ich, dass jemanden potenziell relativ schnell hier mit dem Wagenende die Konjunktion tun und tätigen. Beziehungsweise kostet das jemanden viel Mut und Tapferkeit. Aber diesen Schritt sehe ich hier tun, diesem Gegenüber. Okay? Es könnte auch eure Energie sein, wie gesagt. Dieser Schritt hier, der hier potenziell gemacht wird von euch oder von eurem Gegenüber, der wird erst einmal langsam zustande kommen, wird aber im Hintergrund einiges bewirken. Das kann ich euch auch schon mal sagen. Es ist hier nicht der schnellste, es ist aber einer, der mit Gefühl und Emotion kein Problem hat, es deinem anderen zu demonstrieren oder zu zeigen bzw. näher zu bringen. Ich meine, da fässt sich im Prinzip einer ein Herz. Das könnte ich mir ja sehr, sehr gut vorstellen. Und mit den vier der Schwertern, die darauf gespiegelt sind, beziehungsweise auf das Ass der Münzen geklärt sind, handelt es sich hier um ein klares Denken. Es geht hier um sehr, sehr viel Klarheit. Hat auch etwas mit einer gedanklichen Heilung zu tun, die womöglich ein Resultat ist von einer vergangenen Situation, wo man sich überhaupt nicht sicher war, was der andere tut oder möchte. Okay? Der Wagen folgt hier wiederum und der Wagen hat hier Fortschritt und Progress wiederum angezeigt, diesmal aber nicht für euch selbst oder an euch selbst gerichtet, sondern hat es etwas mit einer gewissen Stabilität zu tun zwischen euch und eben diesem Gegenüber, der hierauf spiegelt. Es geht hier nicht um euren eigenen Fortschritt und Progress mehr, dass man für sich selbst etwas erreichen möchte, sondern hier geht es darum, gemeinsam etwas zu erreichen. Und diesen Wagen, da eben der Herrscher drauf gespiegelt ist und dass dieser Ritter der Kelche direkt darauf schaut, könnte ich mir hier sehr, sehr gut vorstellen, dass hier der ein oder andere eurer Gegenüber, liebe Steinböcke, ziemlich schnell aufs Gaspedal treten kann. Die haben sich hier jetzt einen Sportwagen gekauft und wollen ab dafür, so ungefähr, schnell wie möglich ans Ziel. Das hier ist sehr, sehr viel Schnelligkeit, Fortschritt und Progress, der wirklich rasant zugehen könnte, liebe Steinböcke. Darauf geklärt ist die Sonne, das ist die schönste Karte im Tarot, spricht von Frieden, von Harmonie, Fröhlichkeit, Freundlichkeit. Wie gesagt, ihr könntet es auch direkt mit einem Löwen oder mit einem Krebs zu tun haben. Möglicherweise auch ein Schütze, denn das Rad des Schicksals ist eine typische Schützenkarte und ist auf die Sonne hier geklärt. Das heißt im Prinzip, wenn das Rad des Schicksals hier auftaucht, auf so eine positive Karte wie die Sonne geklärt, heißt das, das, was da kommt, liebe Steinböcke, das ist schicksalhaft. Das soll passieren. Man kann es nicht aufhalten. Und warum sollte man das hier aufhalten? Okay, hier ist im Prinzip Fröhlichkeit und Harmonie, die sehr bald kommt, vorprogrammiert. Und das ist auch höchste Zeit, dass diese kommt in dieser bestimmten Situation, liebe Steinböcke. Wenn ich die Konjunktion hier durchgehe, Herrscher, Ass der Münzen und das Rad des Schicksals. Ich meine, es geht hier tatsächlich darum, den Wert zu erkennen zwischen euch und eurem Gegenüber, beziehungsweise von eurem Gegenüber aus an euch. Das kann so oder so rum sein. Beziehungsweise ist das etwas, was realisiert werden muss. Auf einer Seite, entweder auf eurer oder eurer Gegenüber, hier in der Spiegelung meine ich eher, dass ihr euch dieser Verbindung bewusst seid. Und das ohne jeden Zweifel. Und für euren Gegenüber kann das dahingehend eben sich jetzt so resonieren bzw. herauskristallisieren. Er wird sich hier dieser Gewichtung, die hier in der Mitte des Readings ist, sehr, sehr stark bewusst werden und diese realisieren bzw. akzeptieren. Das ist hier mit dem Rad des Schicksals in der weiteren Konjunktion dargestellt. Und ich meine, diese drei der Stäbe sind auf eurer Seite als eine gewisse Zuversicht repräsentiert.
eine Zuversicht, dass eben genau das, was ich gerade gesagt habe, auf der Seite eures Gegenübers passiert. Dass sich euer Gegenüber hier bewusst wird, was ihr beide da eigentlich aneinander habt. Ihr könntet es mit einem Menschen zu tun haben, der bisher sehr, sehr viel Selbstarbeit leisten musste, beziehungsweise sich einiger Dinge klar werden musste, was euch und euren Gegenüber angeht, liebe Steinböcke. Wenn ihr euch in einer solchen Situation befindet, dann sehe ich hier definitiv, dass dieser Gegenüber an dieser Bewusstwerdung starke Fortschritte macht, beziehungsweise gerade dabei ist, diese wirklich richtig zu gewichten und zu realisieren. Und das ist eine Erwartungshaltung von euch ausgehend. Hier in dieser Konjunktion sieht man das hier sehr, sehr gut, dass ihr im Prinzip das erwartet. Diese fünf der Stäbe hier haben wirklich was mit Chaos und Konflikten beziehungsweise mit Meinungsverschiedenheiten zu tun. Ich meine aber, da dieser Mensch hier wirklich auf den offenen Horizont schaut, liegt das in der Vergangenheit beziehungsweise an der Oberfläche. Und wie ich auch schon hier gesagt habe, entwickelt sich hier im Hintergrund etwas. Und es kann sein, dass ihr das noch nicht so ganz seht. Ja? Aber euer Gegenüber, wenn ihr in solcher Situation steckt, liebe Steinböcke, wird sich hier mehr und mehr bewusst, vielleicht sogar aufgrund einer Auseinandersetzung in der Vergangenheit, möglich, oder aufgrund der Mentalebene eures Gegenübers, hier mit den vier der Schwertern, dass hier eine Auseinandersetzung bzw. Meinungsverschiedenheit passieren musste in der Vergangenheit und hier vielleicht zu einem inneren Konflikt bei eurem Gegenüber hier geführt hat. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das kann für einige von euch so sein, das muss aber nicht für alle so sein. Definitiv hat hier dieses Rad des Schicksals eine sehr, sehr hohe Bedeutung. Und dieses Rad des Schicksals auf die Sonne geklärt. Ja, das führt potenziell wirklich zu Harmonie. Auch Harmonie und Wunscherfüllung hier in der weiteren Konjunktion zu sehen, sehr, sehr ähnlich der Hauptenergie. Die Neun der Kelche sprechen nämlich von der Erfüllung der Bedürfnisse, beziehungsweise auch von der Wunscherfüllung an sich. Und die kann sich auf Seiten eures Gegenübers oder auf eurer Seite ereignen. Definitiv kann das hier sehr, sehr plötzlich kommen. Mit der Spiegelung auf den Wagen, definitiv für euch. Möglicherweise, je nach Situation natürlich, und bitte bedenkt, es ist ein allgemeines Reading, für euch und euren Gegenüber. Diese 10 der Schwerter hier unten sind sich zuspitzende negative Gedanken. Und ich glaube, liebe Steinböcke, die sind eher auf der Seite eures Gegenübers da. Denn ich sehe euch hier in diesen 9 der Münzen in eurem Selbstwert. Und daran rüttelt nichts. Das ist mir hier bewusst. Ne? Ich bin hier im Stiermodus, was das angeht. Diese 10 der Schwerter bei euren Gegenüber. Es kann sehr, sehr gut sein, dass er diesen Streit hier, ich meine, es ist ein innerer Konflikt hier bei diesen 5 der Stäben, zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr aushalten kann. Und ich meine, er wird sich hier emotional und gefühlstechnisch auf euch zubewegen und das relativ schnell, nachdem er hier eine gewisse Erkenntnis hat. Ja? Und wie schon vorhin gesagt, ich meine, es passiert hier zunächst einmal im Verborgenen, ja? Aber hier hinten kann sich das sehr, sehr gut herauskristallisieren. 10 der Schwerter, 7 der Schwerter, 5 der Schwerter, das sind hier alles negative Gedanken und ich meine, es geht hier für euren Gegenüber, denn ich habe hier keine Erdkarte, ich habe hier eine Feuerkarte, ja? Und das kann sich sehr, sehr gut um euren Gegenüber hier handeln, vor allem wenn es dann ein Feuerzeichen ist oder jemand mit viel Feuerenergie in seinem Chart ist. Ich glaube, je länger euer Gegenüber hier braucht, desto mehr fühlt er sich zum Tun sozusagen fast schon forciert bzw. gezwungen. Seine eigene Zurückhaltung, ja, so muss ich das formulieren, seine eigene Zurückhaltung, wohl wissend, dass hier die Sonne auf ihn warten könnte, hält ihn im Prinzip ja, in diesen negativen Gedanken fest. Mit Selbsthinterfragung, mit Unaufrichtigkeit, mit Unehrlichkeit bzw. auch mit großen Selbstzweifel hier behaftet. Das sagen mir hier diese Outcome-Karten aus. Dennoch sehe ich ihn hier hinten als diese Königin der Stäbe präsent im Weiteren. Ja? Die Karten schaue ich mir genauer im weiterführenden Reading an, liebe Steinböcke. Wenn ihr hiermit resoniert, wenn ihr euch in einer solchen Situation befindet und ihr gespannt seid, wie es weitergeht, nehmt gerne das weiterführende Reading in Anspruch. Es ist natürlich kein Muss. Ich wünsche euch sehr, sehr viel Geduld, liebe Steinböcke, wenn ihr es wirklich mit einem solchen Menschen hier zu tun habt, der nur schwer in die Gänge kommt. Beziehungsweise sehe ich euch selbst hier in einer super Energie, liebe Steinböcke, und ich wünsche euch, dass diese Energie so lange wie möglich anhält.
Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg und viel Glück. Anhaltende Gesundheit, liebe Steinböcke. Ich bin gespannt, was hier euer Gegenüber tun wird. Und ja, irgendwann wird er sich nicht mehr zurückhalten können. Da bin ich mir sehr, sehr sicher dahingehend, liebe Steinböcke. Lasst es mich gerne wissen, ob und wie es hier für euch resoniert. Lasst mir auch gerne wieder Likes, Spenden, Feedback, Views, Kommentare, was ihr möchtet da. Herzlichen Dank dafür. Sehe das nach wie vor natürlich sehr, sehr gerne. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns wiedersehen, liebe Steinböcke. Und bis dahin, macht es gut.